Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Landwirtschaftssimulator 22 mit dem Club 29 TV. Mein Name ist der Koch und da hinten auf dem Feld irgendwo mit dem Pflug seht ihr den Dom rumfahren. Hallo Dom. Hallo, ja, ich dachte nicht, dass ich schon dran bin. Die letzte Doch, Rede war. ist ja niemand mehr da, der sonst dran sein könnte. Ja. Ach so, ne, deine Antwort ist ein bisschen länger. Aha. Nee, die wird immer kürzer im Alter, weißt du doch. Ja, wenn Ja. wir noch drei probieren, dann ist hallo, jetzt geht's los. Also, ja, von uns habt ihr lange nichts mehr gehört und ja, ist auch nicht ganz so schlimm. Wir haben alle viel zu tun gehabt. Der eine hier, der andere da, der andere überall. Aber ich habe gedacht, wir machen mal wieder ein, zwei, drei, vier irgendwie Videos. Und weil es stehen ja viele Veränderungen an. Dom, was erwartet uns denn? Oder worauf wartet alles und wir erwarten es, was da kommt auf uns? Na, es kommt ein sehr schönes Spielreiz raus. Das heißt Shape Hero Factory. Ja, das habe ich auch auf der Das Liste, aber ich meine das andere. Ja, na, ich weiß schon, du willst auf den neuen Farming Simulator raus. Aber wir sind noch nicht ganz einig, ob wir uns darüber freuen, dass er kommt oder nicht. Nee. Darum. Naja, ich will keine Freude ausstrahlen. Weil am Ende ärgere ich mich, wenn es wieder in die Kabine regnet, wisst ihr, oder irgendwelche andere Scheiße passiert. Also du bist so nach dem Motto, erwarte nichts, bekomme alles. Ja, wenn du nichts erwartest, kriegst du viel. Das sind. Für 30 Millionen oder was kostet das Spiel jetzt genau? Psst, da sind wir noch nicht bei dem Thema. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, das. Ja, ich dachte, wir unterhalten uns mal ein bisschen hier. Der L1 Diablo kommt in der späteren Folge noch mit dazu. Und. Ich muss kurz meinen Versatz umkehren, ja. Und kommt noch mit dazu. Und wird uns auch noch ein paar seiner Gedanken mit dazugeben. Aber ich dachte, wir unterhalten uns mal zu dritt ein bisschen, weil wir ja so der Kern unseres Daseins hier noch sind, was es bis jetzt gibt oder was wir erwarten oder was wir bis jetzt wissen und was wir da uns drunter vorstellen. Und ja, du hast den Preis schon angesprochen. Ich glaube, das ist so eine zentrale Rolle für alle. Es war ja früher bei den DLC schon immer so, dass der Preis eine zentrale Rolle gespielt hat. Was bekomme ich für wie viel? Und dann wurde oft drunter gerechnet, pro Maschine zahle ich so und so viel, etc. Ja. Diesmal muss man sagen, ja, also für die Vollversion vom Landwirtschaftssimulator 25 mit ein Jahrespass 88 oder 80 Euro, weiß nicht, was er bei euch kostet. Bei mir kostet es ja Schweizer Franken. 88 Franken zu verlangen, finde ich äußerst heftig, um ganz ehrlich zu Naja, sein. was rechtfertigst du damit? Das ist ja die Frage. Ich will es jetzt nicht schlecht reden. Ich habe lange, wochenlang oder überhaupt, wenn wir mal darüber gesprochen haben, war ich immer so in dem Punkt, wofür? Ja, die Titel, die man da davor bekommen hat, klar, das musste alles wachsen und wir haben ja auch die Macher gesehen auf und es hat sich ja auch ein bisschen was getan, aber es ist halt nur ein bisschen. Und dann so ein Preissprung für was? Also die Frage ist tatsächlich, was knallen die uns vor die Füße, was dann super sein soll? Man Wenn man jetzt so ein bisschen. muss, glaube ich, nochmal differenzieren. Wir haben jetzt die normale Version mit dem Einjahrespass. Ohne den Einjahrespass liegen immer noch bei über 60 Euro, glaube ich. 64 Euro oder sowas. Irgendwas in dem Dreh. Ja. Und das finde ich auch schon heftig, weil 64 Euro, sorry, das zahle ich für einen AAA-Titel von EA oder also Call of Duty etc. solche Sachen. Ja, richtig. Und Ja, richtig. Und da ja. kriegst du was anderes für, als das, was bis jetzt halt gekommen ist. Und ja, der Trailer war schön. Ich liebe ja die Trailer vom Farming Simulator immer schon, weil sie sich was ausdenken und weil sie auch was rüberbringen. Als der rauskam, viel gesehen und auch drüber gesprochen. Neue Pflanzen, neue Tiere. Aber das kann es ja am Ende nicht gewesen sein. Ja, du hast ja. Ob es jetzt der 22er ist oder die Modelle da davor, die Modder, die sich da dahinter setzen, diese riesen Community, ich weiß gar nicht wo, ich glaube, auf irgendeiner Karte haben wir ja mit 70 Früchten schon gearbeitet, Kaffee angepflanzt und Karotten kamen ja irgendwann mit da dazu,
Alles Mögliche. Und das sind ja bloß kleine Anpassungen. Ja? Du hast eine andere Textur, du hast, aber die Grundphysik ist alles dasselbe. Wenn ich jetzt einen Wasserbüffel sehe, der neu sein soll, ja, ist das auch bloß eine Kuh, denke ich mal. Ich weiß es natürlich nicht, ja, ist noch nicht raus, der 25er. Was soll da anders sein, als dass anstatt eine schwarz-weiße Kuh Wasserbüffel da steht? Man sieht irgendwelche Hühnerrassen, ja, es ist wie die anderen Hühnerrassen. Man sieht Ziegen, ja, okay, sind wahrscheinlich dieselben Funktionsweisen wie bei den Schafen, könnte ich mir vorstellen. Und dann wieder die Frage, was kriege ich für das viele Geld? Da gebe ich dir vollkommen recht. Bis jetzt wurde immer nur aufgepeppt. Wir hatten ja, glaube ich, eine große Neuerung mal gehabt beim, als die Reifendrucksimulation mit reingekommen ist, optischerweise, die aber keinsterweise irgendwie eine Auswirkung hat auf Fahren oder irgendwas, dass du den Platten fahren kannst, etc., was alle erwartet hatten ja immer. Ja. Das ist ja die eine Sache. Ja, und darum waren es bis jetzt immer optische Anpassungen. Die Traktoren, die jetzt noch mit reingekommen sind, physikalisch verhalten die sich alle gleich. Bei den Traktors ein Traktor, Entschuldigung. Ich möchte niemanden auf die Füße treten, ob Bulldog oder nicht Bulldog, ob Fendt oder nicht Fendt oder Mercedes oder weiß der Teufel was. Aber es ändert sich, so wie du auch sagst, nur die Textur. Und das war's dann ja. Und jetzt muss ich mal kurz meinen Versatz drehen hier nochmal, wie man richtig komme. Aber grundsätzlich ändert sich nichts. Es ist nicht, ja, es ist eine bessere Kabinenbewegung innen drin gekommen in der Innenansicht. Ja, tangiert natürlich auch viele. Beim 25er, weiß ich, habe ich ja noch nicht viel gesehen von den Fahrzeugen innen drin, wie die fahren und alles, aber auch, wie du sagst, viel bloß, was kommt jetzt rein? Erbsen, Spinat, so eine Sachen alles. Ne? Reis kommt ja mit rein. Da frage ich Felder mich noch, fluten. ja, Fluten. Spielen dann das Boot. Aber ja, da hatten wir uns schon mal drüber privat mal unterhalten. Wären das Früchte wie Baumwolle und rote Beete, die man vernachlässigt, oder Weintrauben, Oliven, die man vernachlässigt, weil sie einfach den Spielspaß bremsen durch den Riesenaufwand, den man betreiben muss? Das ist schon mal eine Frage gewesen. Sondermaschinen. Sondermaschine, 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 um eine Weintraube zu haben. Genau, du hast einen extrem hohen Aufwand, dann ist es nicht richtig ausbalanciert, etc. Ja. Wo ich jetzt sagen muss, was jetzt frisch reinkommt, auch wo die Physik sich ändert, das habe ich mir jetzt nochmal belesen in einem Interview mit Giants, ist ja die Boden, wie soll ich sagen, die Bodenverformung, wenn du mit dem Traktor rüberfährst. Da haben sie dann nochmal eine ganz neue physikalische Ebene implementiert in die Karte. Das würde zu tief gehen, das alles genau vorzulegen. Ich bin auch kein Entwickler. Aber grundsätzlich, dass du zum Beispiel auch bei einer KI, also bei einem Helfer, wenn der fährt, dass der Bodenverformung hinterlässt als Spuren. Die Spuren können sich ändern in Form von Geschwindigkeit, Untergrund, Gewicht des Traktors, Reifenbreite etc. Das macht alles dann aus. Geschwindigkeit macht alles einen Einfluss darauf. Im Interview wurde auch gesagt, dass du von auch bis auf einen halben Kilometer Entfernung noch Schatten empfindest dort drauf. Dass, wenn die Sonne sehr tief steht, dass du immer noch einen Schatten empfindest auf diesen Fahrspuren. Und dementsprechend auch die Fahrdynamik sich ändert vom Fahrzeug selber. Da muss ich sagen, das ist dann, wenn das wirklich so kommt, so wie es da beschrieben wurde, ist das eine physikalische Neuänderung, die dann einen größeren Einfluss hat auf bestimmte Sachen, die man macht. Okay. Aber spieletechnisch fehlt mir da noch einiges, ja. Aber ja, das, Ja, also das Boden war bei mir noch nie so richtig. Wir haben ja schon ewig über dynamischen Boden oder ähnliches gesprochen, was ja gehört vielleicht mit dazu, ist bei mir nie so richtig hoch angesiedelt gewesen, weil am Ende ist es nur der, auf dem du fährst. Ja, klar, es sollte nicht so sein, dass das alles sich anfühlt, als würdest du auf einer Betonplatte fahren. Ein bisschen Bewegung, ein bisschen, das muss schon sein, ein bisschen Texturänderung, aber das,
hat man ja so weit. Ich weiß nicht, ob das Thema tatsächlich so riesig ist. Weiß ich nicht. Also, das ist bei mir nicht angekommen. Vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Ja, also ich finde es jetzt physikalisch, weil das auch einige Türen öffnet für andere Sachen, die dann physikalisch zwecks Dynamik und alles, was schon mal ein Anfang sind, ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Was mir immer fehlt, das betone ich mal ganz groß, ist spielerische Elemente. Das heißt, Multiplayer-Verknüpfung oder das betrifft ja uns drei sehr groß. Das würde ich dann aber nachher dann, wenn dann Diablo da ist, in einer der nächsten Folgen dann machen und mit ihm auch mit zusammen besprechen, weil wir waren ja auch wirtschaftlich mäßig. Und du bist ja auch mehr der Wirtschaftsspieler. Da ist halt jeder anders. Was ihr jetzt Ja. gesehen habt, der Fuhrpark wurde nochmals erweitert um Maschinen, natürlich um die Spezialgeräte für Erbsen, Spinat etc., Reis und so weiter alles. Ich glaube, Wasserwürfel hast du schon erwähnt, kommt jetzt mit dazu und einen Haufen Spezialmaschinen. Ja, das ist so grundsätzlich das Erste, ja. Ich glaube, wir lassen die Folge jetzt ein bisschen kürzer, aber ihr habt gesehen, dass dann der Diablo in der nächsten Folge mit bei sein kann. Und so mal als Einleitung, lasst uns doch mal ein paar Kommentare da, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Natürlich immer respektvoll, ohne irgendwie ausfallend oder so. Einfach lasst uns darüber normal diskutieren. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge nochmal einschaltet. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss, tschüss.